Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Jasmin Schomann und ich begrüße Sie recht herzlich zu der heutigen Veranstaltung Urteil in Ungarn, die wir in Kooperation mit dem Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein, dem Bündnis NSU Watch und der Rosa-Luxemburg-Stiftung durchführen und die im Rahmen der Reihe Inside NSU stattfindet. Als im November 2011 bekannt wurde, dass eine rechtsextremistische Vereinigung mit dem Namen Nationalsozialistischer Untergrund in den Jahren 2000 bis 2006 mutmaßlich 10 Menschen ermordete, darunter 9 aus rassistischen Motiven, war dies für weite Teile der Öffentlichkeit ein Schock. Die eigentliche Erschütterung wurde allerdings nicht nur durch die Mordtaten ausgelöst, sondern durch die nach und nach zutage geförderten Einzelheiten über die Art der polizeilichen Ermittlungen und das Versagen der Sicherheitsbehörden bis hin zur aktiven Sabotage in Form von Aktenvernichtung. Die Fragen nach dem strukturellen und institutionellen Rassismus in Deutschland aufwerfen. Im Rahmen unserer Akademieprogramme schauen wir häufig in andere Länder auf der Suche nach Good-Practice-Beispielen im Umgang mit gesellschaftlicher Pluralität und dem Abbau von Diskriminierung. Die heutige Veranstaltung fragt zwar auch danach, was wir von den Erfahrungen anderer Länder lernen können, doch diesmal mit einer anderen Stoßrichtung, denn der heutige Abend wird unter anderem der Frage nachgehen, in welchem gesellschaftlichen Klima radikale Rechtsextreme ihre rassistischen Taten begehen und wie der gesellschaftliche Umgang mit ihnen aussieht. Hierfür werden wir den Blick nach Ungarn richten, wo ein gewaltlegitimierender Rassismus gegen Roma und auch ein offener Antisemitismus als Haltung in der Bevölkerung virulent sind. Beides Phänomene, die wir natürlich auch aus Deutschland kennen. Ich danke den Kooperationspartnern des heutigen Abends, dass sie die öffentliche Aufmerksamkeit mit ihrer Veranstaltungsreihe auf die Aufarbeitung der NSU-Mordserie lenken, die nach einer ersten öffentlichen Betroffenheit merklich abgeebbt ist. Und übergebe das Wort nun an Volker Eick vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein, der Sie als Moderator durch den Abend führen wird und Ihnen jetzt gleich die Gäste des Podiums vorstellen wird. Ich wünsche uns einen anregenden Abend. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte, die ich gleich zurückgeben möchte. Ich darf Sie erstmal alle recht herzlich begrüßen und mich im Namen aller Organisationen, die ja jetzt schon mehrfach genannt worden sind, bei Jasmin Schomann, bei Julia Jürgens, den Technikern und dem ganzen Haus für die Möglichkeit bedanken, dass wir heute hier diese Veranstaltung durchführen können. Ich will auch noch kurz etwas zur Veranstaltungsreihe Inside NSU zum Ablauf des Abends und selbstredend zu unseren heutigen Gästen sagen. Die Veranstaltung ist Teil einer fünfteiligen Reihe unter der Überschrift Inside NSU, die wir RAV, NSU Watch und die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam entwickelt und durchgeführt haben und die kofinanziert wird von der Heinrich-Böll-Stiftung, der Holtfort-Stiftung und dem Türkischen Bund Berlin. Ziel der Reihe ist es, mit Blick auf das Ausland und dortige Neonazi-Aktivitäten die Diskussion über den strukturellen Rassismus der Polizeibehörden bei den Ermittlungen zur NSU-Mordserie und die Beziehungen zwischen Geheimdiensten und neonazistischen Strukturen durch sogenannte V-Leute nicht nur aus deutscher Perspektive zu beleuchten, sondern den Blick zu weiten. Wir haben dafür jeweils Gäste eingeladen aus Großbritannien, Nordirland, Griechenland, der Türkei und heute Ungarn. Und zwar haben wir die zuerst immer nach München eingeladen, um dort den NSU-Prozess zu beobachten, der bereits 211 Verhandlungstage hinter sich hat. Auf der jeweils nachfolgenden Veranstaltung in Berlin haben wir dann, und so werden wir das heute auch machen, mit Ihnen über die Erfahrungen mit Neonazis und Gerichtsverfahren in Ihren Ländern sowie über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum NSU-Komplex diskutiert. Heute werden wir das, und ich freue mich sehr, unsere Gäste jetzt begrüßen zu können, unter anderem mit Esther Hoyju machen können. Esther Hoyju ist geboren in Ungarn und Filmemacherin. Ihr Film The Fidesz Jew gilt als provokativster und meistgezeigter Dokumentarfilm Ungarns. Er beschreibt, wie die Freundschaft zweier jüdischer Männer zerbricht, als einer der beiden parlamentarische Abgeordnete der rechtsnationalen Fidesz-Partei wird. Für ihren jüngsten Film, von dem wir nachher Ausschnitte sehen werden,
Judgment in Hungary, Urteil in Ungarn, der das Gerichtsverfahren zu den Serienmorden an Roma 2008 und 2009 beleuchtet, haben Esther Hadju und ihre Crew alle 167 Tage des Verfahrens dokumentiert. Dieser Film erhielt in der jüngeren Vergangenheit 16 internationale Preise. Unser zweiter Gast, Magdalena Masowski, ist Kulturwissenschaftlerin und arbeitet in Fulda. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören das völkische Denken sowie der Antisemitismus und Antiziganismus in Ungarn. Ihre jüngste Publikation heißt »Wir verteidigen das Magyarentum«, völkischer Ethnonationalismus, Ethnopluralismus, die Ideologie der neuen Rechten und das neue Grundgesetz Ungarns, der in einem Sammelband neue alte Rassismen, Differenz und Exklusion in Europa nach 1989 unlängst erschienen ist. Schließlich Carsten Ilius, Rechtsanwalt in Berlin in den Bereichen Strafrecht, Aufenthaltsrecht und Schulrecht. Er vertritt im NSU-Verfahren vor dem Oberlandesgericht München Elif Kubacik, die Witwe des am 4. April 2006 in Dortmund mutmaßlich vom NSU ermordeten Mehmet Kubacik. Mein Name, Jasmin hat es schon gesagt, ist Volker Eick. Ich bin Politikwissenschaftler und arbeite beim Republikanischen Anwälte- und Anwälteverein und freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Kurz zum Ablauf. Wir werden zunächst einen kurzen Vortrag zur Einführung in die politische Situation in Ungarn hören, der jeweils auch das Verfahren gegen vier Neonazis, auf die Verfahren gegen die vier Neonazis eingeht, die zwischen 2008 und 2009 Roma-Dörfer überfallen, sechs Menschen ermordet und dabei auch ein Kind umgebracht haben. Das alles in einem Klima, das gekennzeichnet war und man muss sagen ist, durch Rassismus und Hetze gegen die Roma und andere sogenannte Minderheiten. Carsten Ilius wird dann kurz auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur ungarischen Situation im Vergleich zum NSU-Komplex hinweisen. Carsten und ich sind in der vergangenen Woche von einer Fact-Finding-Mission in Budapest zurückgekommen und haben dort unter anderem mit Rechtsanwälten, NGO-Vertretern, Journalistinnen und Parlamentariern über dieses Verfahren in Ungarn geredet. Wir werden dann im vorletzten Block insgesamt vier Filmausschnitte aus dem Film Judgment in Hungary von Esther zeigen, um entlang dieser Sequenzen über das Verfahren in Ungarn und den NSU-Prozess in München zu sprechen. Dabei unterstützt uns neben der Technik auch der Produzent des Films Judgment in Hungary, Sándor Mester, der hinten am Pult sitzt und die Technik für uns steuert. Wir freuen uns, dass auch er da sein kann. Was wir zeigen wollen und was Sie sehen werden in diesen Sequenzen, sind Ausdruck von strukturellem Rassismus in staatlichen Organisationen und die Verstrickung von Geheimdiensten mit Neonazis. Die Veranstaltung insgesamt soll nicht länger als anderthalb bis zwei Stunden dauern. Wir wollen im letzten Drittel Ihnen die Möglichkeit geben, sich an der Diskussion zu beteiligen mit Fragen oder mit Kommentaren. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Wir auf dem Podium werden alle bis auf Esther Deutsch sprechen und wer oder welche sich noch kein Headset besorgt hat, es sind noch welche da. Und Magdalena, the floor is yours. Guten Abend, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für diese freundliche Worte der Einführung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier sein kann bei diesem, ich würde sagen, europäischen Projekt. Ich finde es unheimlich wichtig und ich betrachte das als ein europäisches Projekt für die Demokratie. Ich habe meine Uhr eingestellt. Ich habe jetzt 15 Minuten, um kurz die Ideologie darzustellen, aus der diese rechtsradikalen Taten entsprungen sind. Und da kann ich natürlich nur stichwortartig die Ideologie darstellen. Ich fange an bei der Aufklärung. Die Entwicklung, die kulturelle Entwicklung Ungarns und Deutschlands ging parallel. Auch das völkische Denken ging parallel. Beide Kulturen haben sich gegenseitig befruchtet. Und das völkische Denken kann man kurz zusammenfassen als eine kulturelle und das Denken in kulturellen und wenn das Volk als kulturelle und blutmäßige Abstammungsgemeinschaft, als Volksgemeinschaft aufgefasst wird. Also dieses Denken war in Ungarn genauso verbreitet wie in Deutschland und auch schon in der Monarchie.
Und der Rassismus fing an, der anthropologische Rassismus, also ein Nachaufklärungsphänomen, als dann die Rassentheorie sich verbreitet hat, fing an, und der Antisemitismus war genauso stark wie der Antiziganismus. Als erster Höhepunkt des Antiziganismus kann die Zeit von Maria Theresia betrachtet werden, als Kinder schon Roma-Familien weggenommen wurden, um sie zu zivilisieren, den Familien weggenommen wurden. All das endete dann im Holocaust, im Poraimos, so nennt man den Holocaust der Roma, also den Roma-Holocaust. Und von ungarischer Seite waren etwa, nach verschiedenen Rechnungen, etwa um die 5000 Roma und Romja ermordet worden. Ab dem Zweiten Weltkrieg beginnen dann die unterschiedlichen Wege zwischen Ungarn und Westdeutschland, muss man sagen. In Westdeutschland kam dann eine Periode der reflexiven Betrachtung der Vergangenheit. Das passierte in Ungarn nicht, überhaupt nicht. Da kam nach den stalinistischen Jahren der Diktatur eine weichere Diktatur, die aber genauso autoritär war und mit der Zeit, sagen wir mal ab den 70er Jahren, genauso autoritär und nationalistisch. Also der Gedanke an die Volksgemeinschaft kam wieder. Und so war auch die Behandlung der Roma-Bevölkerung. Der Antiziganismus war ebenfalls sehr groß, obwohl auf dem Papier der Gedanke des Universalismus groß geschrieben wurde. In Wirklichkeit war Integration als Zwangsassimilation verstanden. Bis in die 80er Jahre wurden menschenunwürdige Leibesvisitationen, Entläusungsaktionen, Waschaktionen durchgeführt. Das alles beschreibe ich in dieser kleinen Broschüre Antiziganismus in Ungarn, das dieses Jahr in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen erschienen ist. Nach der Wende, wer im Realsozialismus war ja Pflicht, Pflichtarbeit, jeder musste arbeiten, eine Arbeit nachgehen, eine Arbeit haben, eine Arbeitsstelle haben. Und so kam es auch, dass Romja und Roma als billige Arbeitskräfte in Großindustrieanlagen eingesetzt wurden als Arbeitskräfte. Diese Industrieanlagen waren vor allem in Nordungarn platziert, sodass nach der Wende, als dann diese Großanlagen plötzlich kaputt gingen, alle Roma und Romje arbeitslos wurden, bis zu 90%, und so ist es auch bis heute geblieben. Und das ist der Grund, dass die meisten eben in Nordungarn mit den Jahrzehnten gelandet sind. Sehr, sehr viele leben dort. Dort sind diese Ghettos inzwischen, kann man sagen, die durch diese Ausgrenzungen inzwischen entstanden sind. Und nach der Wende war eben der Antiziganismus mitnichten auch verschwunden, und auch der ganze Rassismus, auch der Antisemitismus ist sehr stark in Ungarn. Und die jetzige Fidesz-Regierung mit Viktor Orban an der Spitze, die war schon an der Regierung zwischen 1998 und 2002. 2002 hat die erste Orban-Regierung die Wahlen verloren, und im Herbst 2002, nach den verlorenen Wahlen, hat die Fidesz-Fraktion eine Konferenz veranstaltet, und da hat der vormalige Kanzleramtsminister István Stumpf gesagt auf der Konferenz, wir sollten eine Partei rechts von uns gründen, eine radikalere Partei, die all das ausspricht, was wir nicht aussprechen dürfen und dabei der Mutterpartei nicht schadet. Das ist dokumentiert, diese Rede. Und so ist also, das war der Motor für die Entstehung der Partei Jobbik. Die Bewegung existierte schon, aber als Partei existierte die rechtsradikale Jobbik noch nicht. Und 2002 rief ebenfalls Viktor Orban zur Gründung von sogenannten Bürgerkreisen, zivilen Bürgerkreisen auf. Diese Bürgerkreise sind dann am Anfang von nationalen, die sind also gegründet worden, und über die Jahre ist so aus einem losen Netzwerk eine richtige gegenkulturelle Massenbewegung entstanden. Aber zuerst mal zurück zum Jahr 2002. 2003 ist dann aufgrund dieser Motivierung die rechtsradikale Partei Jobbik
dann auch auf dem Papier entstanden. Und ab da haben die beiden Parteien personell und auch auf der Parteiebene zusammengearbeitet. Bis 2009 gab es auch etliche, auf kommunaler Ebene, etliche Koalitionen. Und die haben sich gegenseitig so befruchtet, auf der Seite der, also von der Seite der Ideologie her, dass also zwischen 2007 und 2008 sehr viele rechte und rechtsradikale, ich sage mal völkische Medien gegründet wurden. Zum Teil waren das Fidesz-nahe Medien, zum Teil waren das Jobbik-nahe, sagen wir mal rechtsradikale Medien. Und die Fidesz-Nahen haben die gleiche Narrative gehabt wie die rechtsradikalen Medien. Die Fidesz-Nahen haben die Rechtsradikalen praktisch als ihre eigenen Alternativen betrachtet. Aber sie haben sich gegenseitig auf jeden Fall ergänzt. Vielleicht kann man sagen, dass diese alternativen rechtsradikalen Medien in der Wortwahl freier waren. Also die haben schon mal ganz deutlich über Zigeunerkriminalität gesprochen, aber in beiden Arten von Medien, das waren 5, 6, 7 vielleicht insgesamt, wurde regelmäßig gehetzt. Es war sogar ein Fidesz-nahes Medium, in dem schon 2008 oder 2009 die Idee eines eigenständigen Zigeunerstaates ins Gerede kam. Das heißt, man konnte hier also keinen Unterschied machen. In diesem ideologischen Hintergrund passierten dann 2008, 2009 diese Morde, über die wir jetzt immer wieder sprechen werden. Und ich muss sagen, dass ich auch nicht erstaunt war. Der Film ist sehr schockierend. Also gestern haben wir den Film gesehen, danach hätte ich nicht reden können. So schockierend ist er. Aber für mich ist es nicht erstaunlich, dass sehr viele der Angeklagten überhaupt kein Bewusstsein darüber haben, was sie verübt haben, weil auch die Dehumanisierung geht so weit, dass man das Täter überhaupt sich nicht als Täter wahrnehmen, sondern als Opfer von irgendwelchen parasitären von Parasiten und die meinen eigentlich in ihrem Selbstverständnis, dass sie eigentlich die Nation reinigen von den Schädlingen der Nation. Also das ist wirklich, man hört permanent diese Begriffe, Ratten, Parasiten, Sozialschmarotzer, das sind eigentlich auch die üblichen Stereotypen für den Antiziganismus. Und das hört man auch inzwischen weniger in den Medien, aber in der Zeit hat man die sehr stark gehört. Was noch wichtig ist zu erwähnen, dass also in der Gesamtnarrative der Bevölkerung die Auffassung herrscht, dass wir hier als Mehrheit stehen. Wir sind eine saubere, makellose Nation und außerhalb von uns an irgendwelchen Rändern stehen auf der einen Seite die Zigeuner, in Anführungszeichen, auf der anderen Seite die Nazis. Das heißt, wenn sie sich gegeneinander umbringen, dann haben wir es ja auch gut. Und dieses Bewusstsein, dass die ganzen Ausgrenzungen irgendwie von der Mehrheit motiviert werden und dass die Mehrheit dabei sich die Hände wäscht, in Unschuld wäscht, das ist also überhaupt nicht bewusst. Und eine reflexive Art der Betrachtung des ganzen Rassismus ist überhaupt nicht vorhanden und leider auch in der linken Parteihälfte oder in der Linken, sagen wir mal in Anführungszeichen, ist auch nicht vorhanden. Das heißt, nach neueren Forschungen kann man sagen, so die letzte Erhebung im Zusammenhang mit Antiziganismus wurde 2010 durchgeführt. Da hat man um etwa 80% gemessen. Das heißt also, 80% der Bevölkerung ist antiziganistisch eingestellt. Im Realsozialismus wurde auch von der Forscherin Brigitte Michuk eine Untersuchung durchgeführt und sie schrieb über 75%. Und das dürfte so ungefähr auch hinhauen, nach meinem Gefühl. Aber ich kann mich natürlich nur auf die Erhebungen verlassen. Also das, ob man sagen kann, dass es ein kollektivierter Hass ist, das bewage ich nicht so festzustellen, aber vielleicht
kann man das so nennen. Also 80% dürfte schon kollektiviert sein. Und so, jetzt würde ich mal das Wort übergeben. Meine Uhr ist auch abgelaufen. Und ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich dich bitten, sozusagen darauf zu reagieren im Lichte deiner Erfahrungen jetzt mit dem Verfahren in München, aber auch vielleicht mit Blick auf die Reise nach Ungarn. Also zunächst mal muss ich sagen, ich habe an einem Punkt eine sehr abweichende Meinung, an einem einzigen von Magdalena. Ich glaube, dass die Wege zwischen Deutschland und Ungarn nicht so weit auseinandergelaufen sind nach 45 und insbesondere an einem Punkt nicht, weil es auch, glaube ich, in Deutschland keinen selbstreflektiven Punkt Auseinandersetzung mit Rassismus nach 45 gab. Es gab eine mit Antisemitismus, aber keine oder nur eine sehr beschränkte und das bis heute mit Rassismus. Und interessanterweise, glaube ich, liegt möglicherweise auch gerade darin begründet, dass beide Fälle so frappierend vergleichbar sind, der NSU-Fall und diese Morde. Wir waren mit Volker immer wieder geradezu erschrocken, wie weit die Parallelen zwischen beiden Fällen gehen. Ich will das an ein paar ganz kurzen Beispielen versuchen deutlich zu machen. Zum einen war es in beiden Ländern so, dass die Ermittlungen, es gab keine Bekennerschreiben, das war Teil der Ideologie, sowohl in Deutschland als auch in Ungarn. Warum war das Teil der Ideologie? Weil beabsichtigt war, mit den jeweils in beiden Ländern mit denselben Waffen verübten Taten Furcht und Schrecken auszulösen, in Deutschland zu versuchen, migrantische Bevölkerung zu vertreiben aus Deutschland, was zum Teil ja durchaus auch als ein Teil erfolgreich war, und in Ungarn das so weit zu treiben, möglicherweise sogar einen Bürgerkrieg auszulösen zwischen Roma und der ungarischen Mehrheitsbevölkerung. Das hat dann dazu geführt, diese fehlenden Bekennerschreiben, dass in beiden Ländern als ein Teil die strukturell rassistischen Ermittlungen sich voll 100% gegen das Umfeld der Opfer richten konnten und in beiden Ländern Indizien, die jeweils in das Nazi, man muss jeweils vom Nazi und nicht in Ungarn vom Fascho-Umfeld, vom Nazi-Umfeld sprechen, nicht geführt wurden. In beiden Ländern sind daher die Opfer und ihr Umfeld für die Taten, also mit den Taten beschuldigt worden und nur ausschließlich in deren Umfeld ist ermittelt worden. Ganz parallel, unglaublich parallel. In beiden Ländern sind ähnliche Motive aufgerufen worden, Mafia-Aktivitäten, Spielschulden, Ähnliches. Auch da bis in die Motive herein Parallelitäten. Ganz interessant ist an der Geschichte das, was Magdalena sagt, auch beim NSU war es so, genau wie bei der Tat in Ungarn, dass das Motiv die Selbstverteidigung der deutschen Rasse war beim NSU. Die Bedrohung der weißen Rasse durch Migration war das auslösende Motiv dafür, dass der NSU seinen eigenen Rassenkrieg begonnen hat und damit genau ähnlich, eigentlich nur in Anführungsstrichen, auf eine Bedrohung von außen reagiert. Auch da Parallelität. Darüber hinaus muss man sagen, dass die einzigen, die das verstanden haben, dass es gegen sie ging, jeweils die Opfergruppen waren. Wir wissen das, wir haben das aus den Gesprächen in Ungarn mitbekommen und auch mit Esther, dass es in Ungarn so war, dass viele der geschädigten Familien verstanden haben, dass sich das gegen sie richtete, und zwar von Nazi-Seite, also von ungarischer Mehrheitsseite. Die haben es verstanden, die Polizei wollte es nicht verstehen. Das Gleiche gilt beim NSU. Viele der NSU-Angehörigen haben lange vor dem Auffliegen des NSU gesagt, das kann eigentlich nur eine rassistische oder eine rechtsextreme Mordserie sein. Auch das hat keinerlei Beachtung gefunden. Auch da ist die Parallelität fast hundertprozentig. In Deutschland kann man da nochmal darauf verweisen, dass es 2006 in Kassel und in Dortmund von den jeweiligen Opferfamilien, von den jeweiligen Familien Kubaschik und Joskas große Demonstrationen gab. Wenn man sich die Bilder anguckt, wirkt das so, als sei das fast ausschließlich ein türkeistämmiges Umfeld gewesen. Das ist auch von uns, auch von der Mehrheitsgesellschaft, praktisch nicht wahrgenommen worden. Vielleicht noch kurz zwei weitere Punkte, weil das zieht sich dann durch weiter, durch beide Fälle, die Parallelitäten. Der eine Punkt betrifft die Geheimdienste, darum wird es nachher im Film dann nochmal gehen, deswegen will ich das jetzt nicht vertiefen. Aber in beiden Ländern ist die Verwicklung der Geheimdienste ganz offensichtlich, das Wissen der Geheimdienste über die Taten sehr offensichtlich und gleichzeitig das Wissen darüber, wie weit sie involviert waren, sehr beschränkt. Auch das gilt für beide Länder. Dazu vielleicht nachher im Detail dann nochmal, wenn wir den Filmausschnitt dazu sehen. Und als allerletzten Punkt, auch das ist sehr interessant, auch das
hat uns jetzt so sehr beschäftigt, ist es so, dass die ideologischen Verbindungslinien bis in die Umfelder, in die ideologischen Umfelder hineingehen. Beide Gruppen hatten engen Kontakt zum Blood and Honor-Umfeld, zu einem Nazi-Musiknetzwerk, über das auch militante Ideologie vertrieben und betrieben wurde. Das gilt für beide Umfelder in Budapest oder beziehungsweise im Nordosten bei den Morden gegen die Roma als auch in Deutschland und interessanterweise auch zum Hammerskin-Umfeld einer anderen organisierten Nazi-Crew. Wir wissen aus dem Film, dass 2007, da gibt es ein Bild 2007 im Film, in dem einer der Täter aus dem Budapester Prozess zu Besuch in Sachsen ist und neben ihm ein Mensch mit einem Sweatshirt Skinheads Westsachsen steht, einer Gruppe, die auch zum Unterstützer, aus der auch Unterstützer des NSU stammen. Das heißt, es gibt sowohl ideologische Verbindungslinien, es gibt Verbindungslinien der Netzwerke und es gibt zum Teil möglicherweise auch persönliche Begegnungen, weil das der letzte Satz dann dazu, weil es immer wieder Besuche von Nazis aus dem unmittelbaren Umfeld des NSU in Ungarn gab, die auch den Tag der Ehre, einen der großen Nazi-Demonstrationen in Budapest, regelmäßig besucht haben, auf der es auch Aufnahmen von 2007 gibt, am selben Tag der Ehre, von zweien der Angeklagten aus diesem Verfahren. Das heißt, es gibt in jeder Hinsicht Überschneidungen, Berührungspunkte im ideologischen Bereich. So weit geht das Ganze. Ja, vielen Dank. Unsere Idee ist jetzt folgende, ich hatte das ja angedeutet, wir würden eine Sequenz aus dem Film Judgment in Hungary zeigen. Und in dieser ersten Sequenz wird eine ältere Roma-Frau auf dem Weg zum Gerichtsort gezeigt, wie sie mit ihrem Anwalt, dem Nebenklagevertreter, spricht und dann im Gerichtssaal verhört wird. Und vielleicht kann Esther noch ein, zwei Sätze dazu sagen, damit das so ein bisschen eingebettet ist. Und danach würden wir dann über diese Sequenz diskutieren. Okay. Maybe I could say some sentences before. Vielleicht kann ich ein paar Sachen vorher sagen, vorneweg sagen. Das heißt, in den nächsten paar Minuten seht ihr einen der Opfer, eine alte Dame, die aus einem kleinen Dorf auf dem Land kommt. Und während sie angegriffen wurde, wurde sie mit 7 Kugeln geschossen und ihr Haus wurde abgebrannt. Glücklicherweise hat sie überlebt. An dem Tag, den ihr sehen werdet, in den nächsten paar Minuten, kommt sie an bei Gericht und sie ist wirklich fürchtet, sie hat Angst. Vor allererstes, sie war noch nie in der Hauptstadt und sie ist sehr erschreckt, weil sie weiß, dass sie ihre Angreifer wiedersehen muss. Und vor dem Gerichtsgebäude trifft sie ihren Anwalt. Ein sehr netter Mann mit einem großen Bart, einem großen Schnurrbart. Ich mag ihn persönlich sehr gerne, denn ich schätze sehr, was er tut. Denn in Ungarn, glaube ich, wir haben ein ganz fürchterliches System in dem Sinne, dass die Opfer haben keine legale Repräsentation, haben keine anwaltliche Vertretung. Nur wenn jemand zu ihnen geht und sagt, okay, ich nehme deinen Fall, dann haben sie eine anwaltliche Vertretung. Es gibt keine anwaltliche Vertretung durch den Staat. Und das war der Grund, dass die Anwälte, die ihr in dem Film sehen werdet, den ihr im Film sehen werdet, war die ganze Zeit da für die 167 Tage. Und ich habe ihn gefragt, warum. Und er sagte, er ist selber ein Roma und er hat gefühlt, wenn er nicht da sein würde, würde niemand da sein für diese Opfer. Ich weiß nicht, ob wir jetzt anfangen können mit dem Film? Okay. Ich bin nicht.
kérem, kísérjék a vádlottakat is a tárgyalóterembe. Du hast ja den ganzen Prozess verfolgt, alle 167 Tage. Wie würdest denn du, zwei Sachen würde ich eigentlich gerne von dir wissen, wie würdest du denn den Umgang des Richters mit den Zeuginnen und Zeugen, aber auch den Umgang der Verteidiger der Neonazis mit den Zeuginnen und Zeugen, den Opfern, den Verwandten charakterisieren? Und dann vielleicht für Sie ist es ja auch nicht ganz uninteressant, wenn du nochmal vielleicht sagst, wie der Stand des Verfahrens eigentlich ist. Weil das, was du dokumentiert hast, ist ja nur ein Prozess von möglicherweise dreien in dieser Sache. Der Charakter des Richters war sehr interessant. In dieser Szene war es nicht offensichtlich, aber er war sehr eigensinnig, er hat rumgeschrien einen Großteil der Zeit. Und es war wirklich erschütternd für mich, weil er besonders viel auch die Opfer und die Angehörigen angeschrien hat. Und er hat sehr rassistische Bemerkungen gemacht und es war wirklich schockierend, dass diese Menschen ihre Angehörigen vergessen haben. Sie gehen vor Gericht als Opfer und mit ihnen wurde geredet, als ob sie die Täter wären. Während der drei Jahre hat der Richter sich wirklich verändert. Aber als erstes möchte ich sagen, meine Ansicht, warum er sich so verhalten hat mit den Roma gegenüber, als allererstes unglücklicherweise. In Ungarn ist es wirklich legitim oder normal, mit Roma so zu reden. Es ist ganz normal, von der Polizei zu reden, als ob sie zweite Klasse Bürger wären. Das heißt, es war nicht mal ein Schock für die Roma, denn sie haben nicht wirklich was anderes erwartet. Außerdem hat der Richter meiner Meinung nach diese sehr schlechte Herangehensweise gehabt, dass er wirklich böse sein muss, den Roma gegenüber, um zu zeigen, dass er nicht voreingenommen, nicht parteiisch ist. Denn er hat diese sehr schlimme Annahme, dass es die Neonazis auf der einen Seite gibt und die Roma auf der anderen Seite gibt, als ob es die gleiche Art von Qualität wäre. Trotzdem muss ich sagen, dass ich glaube, er war der Einzige in diesem Fall, in diesem Gerichtsverfahren, der wirklich ein Urteil erreichen wollte. Und er wollte wirklich eine neue Untersuchung machen, weil die Polizei nicht wirklich eine wirkliche Untersuchung angestellt hat. Das heißt, er hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht, in dem Sinne, ein Urteil zu erreichen. Und außerdem auch, als die Zeit vergangen ist, waren die Beschuldigten wirklich selbstbewusst und auch aggressiv dem Richter gegenüber. Das heißt, er hat sich sehr isoliert, denn auch seine Kollegen haben ihn nicht wirklich unterstützt. Das heißt, im Laufe der Zeit wurde er sehr isoliert und ich glaube, das hat ihn auch verändert. Glaube ich jedenfalls. Der gegenwärtige Stand des Falls das war das erste Niveau, was wir gezeigt hatten. Dann gab es das zweite im Mai, das waren nur ein paar Tage. Und das Urteil blieb das gleiche. Und es gibt aber immer noch eine dritte Stufe, die wahrscheinlich nächsten September stattfinden wird.
Kannst du kurz sagen, wie viele Jahre Sie damit verbracht haben? Die Serienmorde waren 2008 und 2009. Es war zwar ein sehr kürzerer Zeitraum als die NSU-Fall. Das Verfahren ist in März 2011 begonnen und im August 2013 war es vorbei, also ungefähr anderthalb Jahre und 167 Verhandlungstage, ungefähr 7 bis 8 Tage jeder Tag, Stunden jeder Tag. Danke. Carsten, für dich als einer der Nebenklagevertreterinnen, Vertreter in dem NSU-Verfahren in München, wo ich jetzt auch ein paar Mal gewesen bin, aber wo ja zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen von NSU Watch auch jeden Tag sind und das Geschehen da mitverfolgen. Aber aus deiner Sicht, der Umgang des Hohen Gerichts mit den, sagen wir mal zunächst mal vielleicht mit den Nazi-Zeugen, wie ist da dein Eindruck, wie würdest du das einschätzen? Wir kommen ja gleich auch nochmal zu dieser einen Szene hier mit den Nazi-Zeugen, vielleicht da noch ein bisschen ausführlicher. Ich denke, der Unterschied, also es ist schon erstaunlich in München zu sehen, wie ruhig und gelassen und relativ mit wenig Druck mit Nazi-Zeugen zum großen Teil umgegangen wird von Gerichtsseite. Und wie auf der anderen Seite, mit welcher Ungeduld zum Teil auf der anderen Seite, vor allen Dingen am Anfang, mit Zeugen aus den Familien umgegangen wurde. Ich erinnere mich vor allen Dingen an eine Zeugin, das war sehr, sehr, also es war ganz frappierend, Frau Kilic, die Frau eines der beiden Opfer aus München, ist vernommen worden und da ist Herr Götze wirklich unglaublich ungeduldig und harsch geworden. Insgesamt ist das Verhalten von Herrn Götze mit den Zeugen weitestgehend von fehlender Empathie insgesamt geprägt. Dadurch wirkt das Ganze für die immer sehr entfremdet in diesem Verfahren. Und man muss vielleicht noch einen Satz dann auch zu dieser Gerichtsatmosphäre sagen. Also ich war extrem geschockt zu sehen, in diesem Film zu sehen, dass die Geschädigten und die Angehörigen direkt aussagen müssen, während in ihrem Rücken die Nazis sitzen. Und das vor dem Hintergrund, dass ich finde, bei uns im Prozess ist die Situation schon extrem hart und unangenehm und fast unerträglich für die Familienangehörigen, weil sie auch in einer Art bunkerartigen Situation, wer von Ihnen noch nicht in diesem Raum war, auch in extremer Nähe der von Schäpe und den anderen Angeklagten sitzen und auch dort in einer extremen Konfrontationssituation sind, dadurch extrem geschafft sind, wenn sie ein oder zwei Tage in diesem Gerichtsgebäude durchgehalten haben. Und dagegen finde ich aber im Vergleich das, was die Geschädigten ja Zeugen und so in Ungarn mitmachen müssten, nochmal eine ganz unglaublich andere Stufe. Es lohnt sich sehr, diesen ganzen Film dann auch nochmal anzugucken, weil das nochmal eine Verdichtung dieses Eindrucks gibt, was die Geschädigten dort wirklich mitmachen mussten. Ja, ich verstehe das auch als ein Plädoyer dafür, dass Leute, Esther wollte noch was sagen, dann wollte ich dich aber auch noch mal fragen, du bist ja auch in München gewesen, als ein Plädoyer dafür, dass möglichst viele Leute, inklusive der hier Anwesenden, sich das auch mal angucken sollen. Auf jeden Fall. Esther, you. I just would like to mention that there is also a similar. Ich möchte noch erwähnen, dass es da auch Gemeinsamkeiten gibt mit dem Fall in Ungarn. Denn wenn die Neonazis als Zeugen im Gerichtssaal waren, war die Atmosphäre eher freundlich und es wirkte so, als ob die extreme Rechte viel mehr gemeinsam hat von der Struktur, Stil und Kultur mit dem Gericht und den Anwälten und den Richtern als die Roma. Immer wenn ein Roma, Zeuge oder Zeugin, Opfer oder Familienmitglied den Gerichtsraum betreten hat, gab es eine Spannung, man konnte fühlen, dass es eine Spannung gegeben hat. Immer wenn jemand von der extremen Rechten kam, gab es eine Verbindung mit allen anderen Anwesenden. Das ist wirklich merkwürdig. Und was für mich auch sehr merkwürdig war, als ich in München war vor 2 Tagen, dass als ich den Gerichtssaal betragen habe, dass ein großes Kreuz an der Wand hing. Und das würde in Ungarn nun unmöglich sein, obwohl wir nur weit Gott keine liberale Demokratie sind. Aber es würde unmöglich sein, ein religiöses Symbol in einem Gerichtssaal zu haben.
und in diesem NSU-Fall, wo offensichtlich die Opfer eine und andere Religion haben, ist es noch, wird noch auffallender für mich. Magdalena, du warst ja mit uns zusammen, mit Esther, Kars und mir in München. Wie war denn dein Eindruck von dem, was du gesehen hast beim NSU-Verfahren? Die Abwehrhaltung vom, ich weiß nicht mehr leider die Bezeichnung, wen wir da gehört haben, vom Staatssicherheitsdienst jemanden, das war ähnlich, das habe ich als ähnlich empfunden zu der Abwehrhaltung in Ungarn. Alle wollen die Verantwortung von sich schieben und eigentlich nichts damit zu tun haben und also null Verantwortung, null Reflexion. Das war das, was mir wirklich aufgefallen ist. Nur noch ein Wort zu dieser ähnlichen Entwicklung zwischen der Bundesrepublik, sagen wir mal, also vor der Wende 89-90. Da gab es tatsächlich einen Unterschied, so in den 60er Jahren. Das war absolut unterschiedlich. Was ich mir überlege, es könnte sein, dass es nach der Wende wieder durch die Internationalisierung der Nationalismen wieder zu einer Zusammenarbeit gekommen ist. Vorher gab es ja sowas nicht, aber jetzt ist es inzwischen sehr ausgeprägt, die Zusammenarbeit zwischen den ungarischen und den deutschen Neonazis. Das wollte ich nur noch mal kurz hinzufügen. Wir würden jetzt eine Szene zeigen wollen, wo ich Esther vielleicht auch bitte, zwei, drei Sätze dazu zu sagen, in der ein, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, jemand, der davon lebt, Tattoos zu stechen, sagen wir mal ein Tattoo-Maker, vom Richter befragt wird, wenn du vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen kannst und uns in die Szene einführst. Der Tattoo-Macher, der in der nächsten Szene ist, ist derjenige, der extrem rechte Neonazi-Tätowierungen bei einigen der Beschuldigten gemacht hat. Und ich möchte nicht zu viel sagen, dann also fangen wir den Film an. Auf den ersten Blick sieht das ja so aus, als wenn der Richter schon nochmal versucht, da auch was rauszufinden und sich mit dem Tattoo-Maker auch konfrontativ auseinandersetzt. War das eigentlich typisch für den Umgang des Richters und des Staatsanwalts mit Nazi-Zeugen? With this Tattoo-Maker, he was quite harsh and quite insistent of getting some information about the ideological background, and he gave some answers. But later on, when we had the neo-Nazi witnesses, it was more usual that the neo-Nazis refused to give any kind of answer. In general, they answered that what was the common field of interest between you and the others, and they always answered music or sometimes religion, but they didn't talk about their common ideology, and they were not pushed at all. I don't know why. Maybe you can't force witnesses to tell the truth if they don't want to, or it's very difficult maybe to grab ideological questions in case during they are witnessing. So I don't know, but the court didn't manage to get too much information from the neo-Nazi witnesses. But they had quite a big amount of photos about neo-Nazi events, and they had these documents and internet forums where the accused made Nazi remarks. So maybe they didn't need it so much. I don't know. Ja. Und dann geht es ja zum Ende dieser Sequenzen nicken sich ja der Tattoo-Maker und die Nazis und die Polizeibeamten, die sie abführen, gegenseitig alle freundlich zu. Würdest du den Eindruck bestätigen, dass sie sich sehr gut verstanden haben?
Die Sicherheitsbeamten und die Polizei und ich weiß nicht, ob sie nun Sicherheitsbeamte sind oder Polizei. Und die Beschuldigten, die hatten eine wirklich sehr gute Beziehung zueinander. Sie haben eine Menge gelächelt, an sich gegenseitig angelächelt. Ihr habt ja bei euch im Verfahren auch jede Menge Nazi-Zeugen. Wie ist denn der Umgang da und wie würdest du das einschätzen? Der ist sehr ähnlich mit dem, was Esther beschreibt, von dem Umgang jenseits dieses Tattoo, dieses einen Tattoo-Makers. Das heißt, der Umgang des Gerichts ist dadurch gekennzeichnet, dass Götzl keinen ernsthaften Versuch macht, die Zeugen in Bedrängnis zu bringen. Ab und zu hat er sie mal an der Stelle, die Nazi-Zeugen oder Zeuginnen, in der man ernsthafte, wahrhafte Aussagen ab dem Zeitpunkt erwarten könnte, weil er sie in Bedrängnis gebracht hat, dann kommt so eine Art von Erleichterungsgefühl auf und dann lässt er sie aus der Ecke sofort wieder raus, als hätte er nur mal zeigen wollen, dass er ganz theoretisch könnte, wenn er denn wollte. Das führt, vielleicht noch zur Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft, Generalbundesanwaltschaft, zeigt quasi gar kein Interesse an den Nazi-Zeugen. Also die kommen nicht mal so weit, die ernsthaft überhaupt zu befragen, sondern lassen das einfach durchlaufen. Obwohl offensichtlich ist, und das muss man immer sagen, und das ist das, was Esther auch schilderte aus dem Verfahren in Budapest, obwohl offensichtlich ist, dass sie lügen, sich darüber lügen, dass sie sich nicht erinnern, sich irgendwelche Geschichten einfallen lassen, Sachen runter irgendwie minimieren, ihre Beteiligung, typisches Element. Das erzählt auch Esther aus dem Verfahren, ist zum Beispiel, dass auf die Frage der ideologischen Gemeinsamkeit zwischen Täter und den Tätern und dem Umfeld in Budapest geantwortet, wir haben Musik zusammengehört und sind auf Konzerten gewesen. Das hat aber weiter keinen ideologischen Gehalt. Das ist genau identisch häufiges Aussageverhalten in München. Also auch da gehen die Parallelitäten sehr weit. Das Üble daran ist nicht nur, dass diese Nazi-Zeugen damit quasi für das Verfahren in weiten Teilen sinnlos werden, weil die eben das, was sie aussagen könnten, nicht aussagen, weil kein Druck da ist, sondern das Üble ist auch, dass sich das weiter rumspricht übers Internet und so, dass Nazi-Zeugen schon mit der Einstellung dahin kommen, mir kann ja so und so nichts richtig passieren, also ich bekomme so und so keinen Druck hier. Und da ist vielleicht ganz typisches Beispiel eines Nazis aus Kassel, Bernd Töter, der im Internet offensichtlicherweise die beiden Hauptansätze, wie sich Nazis versuchen rauszureden, gelernt hat. Nämlich einerseits, dass sie versuchen, sich auf ein Zeugnisverweigerungsrecht zu berufen, weil sie sagen, gegen sie läuft möglicherweise selbst ein Strafverfahren. So hat er dann auch angefangen und hat am Anfang gesagt, ich sage hier nichts, gegen mich gibt es ja ein Verfahren. Dann stellte sich schnell raus, das ist Quatsch. Dann wurde er von Götzl ermahnt und gesagt, er müsse jetzt was sagen. Und dann hat er aber im Internet das andere gelesen, was die Nazis gerne machen, nämlich zu sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr daran und sagte dann ganz spontan und unmittelbar daraufhin, dann erinnere ich mich nicht mehr. Das heißt, er übte komplette Aussageverweigerung direkt am Anfang, trotzdem passiert in Richtung Druck praktisch gar nichts gegen ihn, wiederum weder von Gericht noch von der Generalbundesanwaltschaft. Das ist das typische Verhalten in München. Und gleich nach dem, was Esther erzählt hat, auch da wieder bis ins Detail hinein, dem, was in Budapest passiert ist. Ja, ich erinnere mich an diesen einen Zeugen, der auf die Frage, ob ihm 88 was sagt, das kann er nicht genau wissen, weil er sei bei Blood and Honor erst 1991 eingetreten, wahrscheinlich sei Blood and Honor 1988 gegründet worden und grinst dann frech. Also so auf dem Niveau läuft das da? Wir haben ja aber neben diesen Nazi-Zeugen, die nicht unter Druck gesetzt werden und wo das Aufklärungsinteresse relativ gering ist, haben wir aber auch noch mit was zu tun, was wir als strukturellen Rassismus bezeichnen und wo wir jetzt eine Sequenz sehen, in der sozusagen struktureller Rassismus in Praxis anschaulich gemacht wird in dem Prozess in Budapest. Wenn wir so weit wären, dann könnten wir die Szene zeigen, dann könnten wir zu der Frage nochmal kommen und darüber nochmal sprechen. Ready when you are. Was ja deutlich wird, ist, dass die Zeugen, die hier befragt worden sind, weder nach Recht und Gesetz gearbeitet haben, noch ihrer Qualifikation entsprechend. Und wir haben ja die ganze Zeit schon über Parallelen gesprochen
Und ich wollte dich fragen, ob du sagen würdest, die haben Fehler gemacht oder ob wir uns das anders erklären müssen. The man who was, der Mann, der argumentiert hat, der diskutiert hat mit dem Sunny in der letzten Szene, er ist während des Verfahrens an einem Herzinfarkt gestorben. Er war der Großvater von dem 5 Jahre alten kleinen Jungen, der erschossen wurde mit seinem Vater in diesem Mordanschlag. Und er hatte eine fürchterliche Erlebnis mit der Polizei. Und die Sunnis, er und seine Familie hatten den Eindruck, dass der Arzt und die Sunnis und die Feuerwehrleute überhaupt nicht versucht haben, irgendetwas zu machen. Dass sie die Angehörigen beschuldigt haben, dass es ein elektrisches Feuer gab. Und sie selbst Schuld dran hätten. Und die Polizei und die Sunnis und der Arzt, die in der Nacht des Anschlages dort ankamen, waren ihnen gegenüber sehr feindlich. Sie haben vielleicht versucht, das Leben dieses Kindes zu retten, aber sie haben in ihrem Bericht haben sie geschrieben, dass es ein Unfall wäre aufgrund eines elektrischen Feuers. Und sie sind alle wieder abgefahren. Das heißt, die gesamten Beweise, Indizien, die es gab, sind zerstört worden. Es gab keine Beweise, keine Indizien mehr. Das heißt, als die Polizei kam, wäre noch alles da gewesen. Als wir wieder gefahren waren, ein paar Stunden später, war alles weg. Nach 3 Stunden sind sie wiedergekommen und haben ihnen gezeigt, guck mal hier, wir haben die Kugeln hier, das war kein Unfall. Das heißt, der Mann, der Großvater, hatte alle Gründe der Welt, wirklich paranoid zu sein der Polizei gegenüber und den Sunnis und den Feuerwehrleuten. Das heißt, in diesem speziellen Fall gab es eine Menge Fehler, die begangen worden sind, eine Menge Fehler, die gemacht worden sind. Das kann man sehr schwer übersetzen ins Englische oder ins Deutsche. Der Richter sagt, ich sage mal im Ungarischen, Tanu Janok meg, Viselkedni, lernen Sie, aber Sie, viele, nicht nur die eine Person, sondern Sie alle, Sie, die Zigeuner, lernen Sie doch, wie man sich verhält. Und das ist ein rassistisches Verhalten, genau. You oder Sie oder Ihre Leute, wann lernen endlich Ihre Leute, wie man sich verhält? So. Und das ist eben dieses rassistische Verhalten, dass man von einer Person auf eine ganze Community folgert und irgendwas dieser ganzen Community unterstellt. Wir haben ja auch. Und es ist auch sehr interessant, dass wenn die Familie die Ambulanz gerufen hat in dieser Nacht und weil der Enkel angeschossen oder erschossen worden ist. Die Sunnis haben viel Zeit damit verbracht, die Polizei anzurufen, weil er in die Roma-Viertel nicht alleine gehen wollte. Nicht, weil er angenommen hat, dass es ein Verbrechen geben könnte, sondern wegen seiner eigenen Sicherheit. Und der Richter fragt ihn, hast du da eine schlechte Erfahrung gemacht mit dieser Familie? Nö. Nein, hatte ich nicht, aber ich hatte schlechte Erfahrungen mit anderen. Wir haben jetzt, in diesem Film gibt es die Bilder von den Toten, von den Erschossenen. Und es ist sozusagen, wie der Richter das sagt, man kann das nicht mit irgendeinem Unfall verwechseln. Das sind Schusswunden im Gesicht, mehrere. Wir haben uns entschieden, die hier nicht zu zeigen, aber nur um den Hintergrund nochmal klar zu machen. Und im deutschen wie im ungarischen Fall sind ja auch die Ermittlungen immer hinein in die Communities gelaufen und auf jedem anderen Blickwinkel nach rechts oder so hat man verzichtet. Aber um nochmal zu der Frage struktureller Rassismus, Ermittlungen zurückzukommen, wie ist es denn im NSU-Verfahren aus deiner Sicht? Ja, wenn man das vergleicht wieder mit dem Gerichtsverfahren, dann ist es so, dass es gibt ja noch eine andere Szene in dem Film, die ist auch ganz wichtig, die haben wir jetzt nicht mit noch dazu genommen, aber die das noch ergänzt. Da wird auch ein hoher Polizeioffizier, der diesen Fall untersucht hat, auch in gleicher konfrontativer Weise vom Richter befragt, dahingegen, was ihm eigentlich einfalle, so ermittelt zu haben.
Das haben wir im NSU-Verfahren nicht einmal erlebt, dass ein Polizei, also dass ein Polizeikommissar für seine Ermittlungen so strikt befragt wurde, Hinblick auf seine Methodik oder auch Nicht-Methodik. Also insofern ist das schon ein beträchtlicher Unterschied, muss man ehrlich sagen, diese Konfrontation. Darüber hinaus muss man auch sagen, dass die Nebenklage, soweit von der Nebenklage Fragen dann zu den rassistischen Ermittlungen geführt wurden, ist das entweder von der Staatsanwaltschaft moniert oder vom Gericht dann sofort unterbunden worden oder nach relativ kurzer Zeit. Und vielleicht noch ein anderer wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, dass sich auch kein einziger der Polizeibeamten und Beamtinnen, die rassistischen Ermittlungen durchgeführt haben, bei den jeweiligen Familien, die jeweils anwesend waren, als der jeweilige Fall besprochen wurde beim Gericht in München, entschuldigt hat. Ganz im Gegenteil, es gab dann so Äußerungen, krass sind sicher die von Herrn Wilfing, dem Mordkommissionsleiter in München, der zwei der Familien, muss man sagen, malträtiert hat von NSU-Opfern während der Ermittlungen und der dann am Ende gesagt hat, als er von Nebenklageanwälten von der Familie befragt wurde, gesagt hat, man solle ja auch nicht so tun, als gäbe es keine türkische Drogenmafia. Also das anstelle einer Entschuldigung. Also insofern muss man sagen, da besteht ein klarer Kontrast zu den Szenen, die wir hier gesehen haben, im Vergleich zu dem, was wir von unserem Verfahren in München kennen. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht... Eine Parallele im ungarischen Fall. Haben Sie schon erwähnt, dass die Polizei nach Roma-Tätern gesucht hat. Das heißt, sie haben die Roma-Community beschuldigt, dass sie Konflikte untereinander hätten. Und sie haben auch drei Roma-Männer für 3 Jahre in das Gefängnis gestellt. Deswegen, das heißt, die Polizei nach dem zweiten oder dritten Anschlag, dem zweiten oder dritten Mord, haben die Polizei erklärt, es kann sich hier nicht um einen rassistischen Serienmord handeln. Wir würden jetzt zur letzten Filmszene kommen, die sich wieder mit Ähnlichkeiten und Unterschieden auseinandersetzt. Und das gilt für die Serie von Veranstaltungen, die wir bisher gemacht haben, insgesamt. Es gibt nach dem, was wir auf diesen Veranstaltungen diskutiert und im Vorfeld herausgefunden haben, in keinem Fall von Nazimorde, ohne dass nicht der Geheimdienst daneben steht oder mitmacht. Und wir zeigen jetzt eine Szene aus dem Film von Esther, um über diese Frage, der Einfluss von V-Leuten, von Geheimdienst, ob jetzt Geheimdienst im zivilen Sinne oder im Sinne von Militärgeheimdienst, um über diese Frage nochmal zu sprechen und dann könnten wir alle gemeinsam diskutieren für die noch verbleibende dann halbe Stunde. Ready when you are. In dieser Szene, das ist ein Ausschnitt aus dem Schlussplädoyer des eines der Nebenklageanwälte in dem Verfahren, Herr Hermitschwi. Und er sagt ja in dieser Sequenz, es muss noch mehr Täter geben, weil ganz offensichtlich in dem einen Fall, der hiermit Angeklagte ein Alibi hatte und da nicht dran teilgenommen haben kann. Jetzt mit Blick aber nochmal auf die 4 Angeklagten, kannst du vielleicht nochmal verdeutlichen, nicht nur worauf er hinaus will, sondern wie der Zusammenhang zwischen Geheimdienst, V-Leuten und den 4 Nazis sich darstellt? An einem der Orte des Verbrechens haben sie die DNA eines 5. gefunden. Und der ist überhaupt nicht im Verfahren aufgetaucht. Das heißt, über diesen 5. hat er gerade geredet. Und offensichtlich gab es einige sehr merkwürdige Dinge, zum Beispiel die Beschuldigten wurden beobachtet, wurden observiert von der nationalen Sicherheit für einen relativ langen Zeitraum. Aber ausgerechnet, als sie den Bericht von dem Agenten erhalten haben, dass sie planten, sich Waffen zu besorgen, da haben sie
angeblich die Überwachung abgebrochen. Einer der Angeklagten hat ja auch eine eigene Geheimdienstgeschichte als V-Mann. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern? Der vierte Angeklagte, der nur der Fahrer war während der Mordanschläge, er war ein V-Mann. Und er war auch ein V-Mann während der Mordanschläge. Aber als er sein Zeugnisaussage gemacht hat, hat er gesagt, dass er Sorgen um die Sicherheit seiner Familie hatte und deshalb der seinem Agenten nicht gesagt hat, was ablief. Im NSU-Verfahren, das sich ja auch langsam mehr zu so einem Geheimdienstverfahren entwickelt, aus einer gewissen Perspektive, wie schätzt du das? Also welche, wenn man denkt, alle 10 Tage gibt es einen neuen Skandal, vielleicht kannst du da mal 2, 3 exemplarisch skizzieren und was sagen zur Rolle von Geheimdiensten im NSU-Komplex? Ja, vielleicht kann man das so ein bisschen gegenüberstellen und sich überlegen, was wir eigentlich so wissen und was wir nicht wissen. Also, oder was man weiß aus dem, was in der Öffentlichkeit, aus dem Verfahren und aus den Ausschüssen und über Medien ermittelt wurde. Wie auch in Ungarn weiß man einiges, also zum Beispiel, also nur mal Beispiele zu nennen, man weiß, es gab einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die bekannteste Geschichte, Herr Temme, der während des Mordes an Halit Yozgat im Internetcafé war, der das nicht erklären will, der lügt beim Gericht und inzwischen 4 Tage lang und was eine völlig offene Frage weiterhin ist und von dem der Chef der Mordkommission in Kassel sagt, Herr Temme, das ist mir auch ein Rätsel, ich habe nur 2 mögliche Erklärungsansätze, entweder er war beteiligt an den Taten oder er hat es gesehen. Wir haben dieser neueste Skandal, was in die Öffentlichkeit gekommen ist, bei dem Bombenanschlag in der Propsteigasse in Köln, dem ersten Bombenanschlag in Köln im 19. Januar 2001, ist inzwischen klar, dass das Phantombild, was aufgrund der Aussagen von 2 Familienangehörigen angefertigt wurde, von dem, der die Bombe in der Propsteigasse platziert haben soll, extreme Ähnlichkeit hat mit dem Foto von Johannes Helfer, von dem sich herausgestellt hat, der ist V-Mann zu dem Zeitpunkt des Verfassungsschutzes in NRW gewesen und gleichzeitig hat Erfahrung im Bombenbau gehabt vorher schon. Das hat in einem geheimen Vermerk, wo die Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz mitgeteilt 2012 und ist dann kurze Zeit später zurückgetreten, freiwillig aus angeblich anderen Gründen. Wir wissen, dass es 10 V-Leute gibt im engsten Umkreis, um die 10, um die 40 im Netzwerk. Aber wir wissen eben, und das betrifft auch die Ungarn-Situation, wir wissen auch jede Menge Dinge nicht. Also wir wissen zum Beispiel eben nicht, was in den Akten stand, die geschreddert wurde. Wir wissen aber eben auch nicht, welchem Ausmaß wirklich die Verfassungsschutzbehörden beteiligt waren. Und das ist weiterhin, trotz all des Wissens, das es gibt, eine vollkommen offene Frage. Ich würde dich vielleicht auch gleich bitten, dass wir vielleicht so eine Schlussrunde machen, dass... Und ich würde es mal versuchen, das so zu formulieren, wenn man sich was wünschen dürfte. Was denkst du, wäre dringend geboten, mindestens zu machen? Auf juristischer, auf gesellschaftspolitischer Ebene aber auch. Und die Frage würde ich dann auch Esther und an dich richten. Und dann würden wir in die gemeinsame Diskussion einsteigen. Aber das wäre so ein kleines Fitzelchen von, da müsste doch was gehen, kommen. Also die Folgen, die eigentlich gezogen werden müssten, gesellschaftlich aus dem NSU, denke ich, spielen eine Rolle. Also da müsste was passieren und diese Folgen werden nicht gezogen. Es gibt keinen Umgang in der Gesellschaft mit strukturellem Rassismus. Es gibt praktisch keine Veränderung nach NSU im Umgang mit Rassismus, obwohl das alles so sensationell und so, so skandalträchtig war, folgt daraus im gesellschaftlichen Umgang praktisch gar nichts. Die Staatsgläubigkeit der deutschen Gesellschaft ist ungebrochen, also obwohl... Das Irre ist, was an Verfassungsschutzgeschichten rauskommt, wird auch das alles nur als Skandal, der ein oder andere Skandal behandelt. Und es ändert quasi, es gibt überhaupt keinen Bruch, bis in linke Kreise oder linksliberale Kreise, in keinerlei Bruch mit deutscher Staatsgläubigkeit, mit der Gläubigkeit, deutsche Dienste machen ja sowas nicht. Und ich denke, die erste Erwartungshaltung wäre, dass sich gesellschaftlich an der Stelle was ändert. Dass es Diskussionen über strukturellen Rassismus gibt, dass
anerkannt wird, wie sehr die deutsche Gesellschaft davon durchzogen ist und dass das wesentlich durch NSU, zur NSU geführt hat und dass auch die Parallelität zu Ungarn ist, eine der vielen, und dass eben der Umgang mit diesem, mit der Gläubigkeit in staatliche Behörden, insbesondere in Sicherheitsdienste, verschwindet. Also ich glaube, das wären eigentlich Dinge, die längst überfällig wären und die ganz erstaunlicherweise nicht passieren. Magdalena? Ich wünsche mir was Ähnliches, aber vielleicht sogar auf europäischer Ebene. Viel mehr Aufklärung über die Hintergründe, über was unter strukturellem Rassismus zu verstehen ist und so weiter. Also das ist schon lange ein Wunsch von mir. Und in Ungarn ist die Forschung viel weiter hinten als in Deutschland. Also das ist auch nochmal ein Unterschied. Also ich habe auch zum Beispiel diese Broschüre deswegen auch ins Ungarische, also es wurde übersetzt und ich habe das dann lektoriert, damit man in Ungarn mit diesem Forschungsfeld Antiziganismus auch bekannt wird, weil das überhaupt nicht bekannt ist. Also zum Beispiel auch auf Forschungsebene sich auszutauschen, das wäre ein wichtiges Anliegen von mir. Ich glaube jetzt gerade, dass die Situation in Ungarn, dass sie schlimmer und schlimmer wird, jede Woche. Wir haben rassistische, nationalistische, Neonazi-Aktionen, Propaganda jede Woche. Zum Beispiel das letzte Kampagne der Regierung war nur vor 2 Wochen gegen Flüchtlinge, wenn sie also große Plakatwände aufgestellt haben, überall im ganzen Land behauptet haben, dass sie eine Verbindung hergestellt haben zwischen Flüchtlingen und Terroristen und sogar versucht haben, die Bevölkerung noch feindlicher zu machen gegen Fremde, als sie ohnehin schon ist. Und außerdem die extreme rechte Partei ist die zweitgrößte Partei in Ungarn. Und es gab eine Umfrage, dass unter den jungen Menschen unter 30 sie die populärste Partei sind. Wir haben keine Bildung oder Erziehung über Hassverbrechen oder Menschenrechte in der Schule, in der Schulbildung. Okay, vielen Dank. Wir haben 2 Saalmikrofone. Ja, ich hätte eine Frage an Sie. Ich habe ja am Anfang festgestellt, dass Sie unterschiedliche Standpunkte hatten zur Entwicklung von Rassismus in Westdeutschland und Ungarn im Vergleich. Und mir kam da sofort der Gedanke, wie sieht es denn mit Ostdeutschland aus? Und da wäre dann meine Frage, also gerade wenn ich jetzt an Sachsen denke oder Thüringen, wo ich da ähnliche Entwicklungen sehe, meine Frage an Sie, sehen Sie da eher Gemeinsamkeiten im Rassismus, in der Entwicklung vom strukturellen Rassismus nach 1989 in Ungarn und in Ostdeutschland? Und wenn Sie das sehen, wo sind da die Ursachen da drin? Die Ursachen? Mhm. Das sehe ich. Das ist nicht so mein Spezialgebiet, aber der völkische Gedanke ist in Mittelosteuropa eigentlich nicht verschwunden. Und ich führe das auch darauf zurück, diese Internationalisierung, dieses Nationalismus, dass jetzt alles irgendwie frei, auch der Umgang, die Reisen, die Kontakte sind frei irgendwie und dass dadurch über diese Schiene das alles ausgebaut werden kann, diese internationale Zusammenarbeit und dass da eben, das ist mein Eindruck, in der Europäischen Union sehr, sehr wenig getan wurde, weil zum Beispiel in den ehemaligen sozialistischen Ländern es nicht gelernt wurde, was Demokratie ist. Also in Ungarn, das beobachte ich, weiß man eigentlich nicht, was Demokratie ist. Dass Demokratie die Achtung der Menschenrechte, der universalen Menschenrechte ist. Damit, mit diesem Begriff kann man in Ungarn nichts anfangen. Das ist abstrakt.
Und auch während der Verhandlungen vor dem Beitritt zur Europäischen Union ist der Begriff Demokratie nicht gefallen. Es ist einfach nicht klar, warum es Sinn macht, in der Europäischen Union zu sein. Ich habe eine Frage an Esther. Und zwar würde mich mal interessieren, als Sie angefangen haben, wieso die Reaktion des Gerichts aller Beteiligten waren, als Sie sozusagen, nachgefragt haben, ob Sie dabei sein dürfen, das Ganze filmen dürfen. Wieso halt die Reaktion halt von den Leuten dort eben waren. Und dadurch, dass Sie jetzt da die ganze Zeit anwesend waren, was das auch mit Ihnen eventuell gemacht hat. Also wie soll ich sagen, mich macht es halt einfach unheimlich wütend, das zu sehen. Die ganze Problematik überhaupt mit Sinti und Roma, auch hier in Deutschland. Und deswegen, ja, das würde mich halt einfach mal interessieren. Danke. Das Verfahren war, es war offen für die Öffentlichkeit. Jeder konnte dorthin gehen und jeder hätte es auch filmen dürfen. Das ist nicht der Fall im NSU-Verfahren. Das ist unterschiedlich, glaube ich. Das heißt, jeder konnte dorthin gehen und konnte auch filmen. Aber wir brauchten die Erlaubnis jedes Individuums, um deren Gesicht und deren Ton zu zeigen. Das heißt, jeder konnte es filmen, aber die wenigsten konnten es zeigen, nur diejenigen, die Erlaubnis erhalten haben. Das waren wirklich nur sehr wenige, wir zum Beispiel. Der Richter zum Beginn des Films war nicht wirklich freundlich mir gegenüber. Er war sehr unfreundlich den Medien gegenüber, ganz allgemein. Und ich glaube, es waren mindestens 6 Monate, bis er verstanden hat, dass das, was wir filmen, ist nicht für die täglichen Nachrichten, ist auch nicht für Manipulationen, sondern es geht um eine Dokumentation. Und nachdem er das verstanden hat, hat er uns wirklich sehr unterstützt. Ich durfte alles tun, was ich gerne tun wollte. Das heißt, in diesem Sinn hat er erkannt, dass es wirklich ein wichtiges Verfahren war. Was es mit mir macht, meinen Gefühlen, es war sehr emotionell. Es war auch, andere Zeiten war es sehr langweilig. Ich war mir nur sicher, dass ich auf jeden Fall den Film abschließen möchte und dass ich nicht will, dass mich irgendjemand davon abhält. Danke. Ich hätte eine Frage, die vor dem Hintergrund sich abspielt, dass man ja überlegt, auch aus dem Gerichtssaal, ich glaube auch aus München, regelmäßiger oder auch aus anderen Filmaufnahmen zuzulassen für die Öffentlichkeit. Wahrscheinlich, weil sich manche davon doch einen, ich sage jetzt mal, erzieherischen oder politisch aufklärerischen Effekt versprechen. Da jetzt meine Frage sowohl an die Anwälte, aber auch an die Filmemacherin. Ich verstehe nicht genau, warum man das Unverständnis, dass praktisch Zeugen sich nicht zu Angeklagten machen lassen. Also ich bin juristischer Laie, aber ich finde das völlig selbstverständlich, dass die sich nicht belasten und dass man da über, sei es ein Tattoo oder ein nicht gut helfender Sanitäter, dass man da irgendwie Aufklärung erwartet über einen Antiziganismus, das kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Vielleicht können Sie da mir auf die Sprünge helfen, wieso? Ich denke, in dem NSU-Prozess wird der hauptsächlich geführt, damit Frau Zschäpe verurteilt oder nicht. Sie wird ziemlich sicher verurteilt, das weiß, glaube ich, jeder. Und auch wenn Sie den Opferfamilien beistehen, ich glaube, das ist eine falsche Erwartung zu glauben, man könne da über den Rassismus in der Gesellschaft generell aufklären. Aber vielleicht erklären Sie das mir oder auch anderen nochmal, warum solche Erwartungen an diese
Prozessbeobachtung gestellt werden überhaupt? Willst du? Also zu den Filmaufnahmen, ich glaube, es ist jetzt nur in der Diskussion im Moment, dass am Ende die Urteilsverkündung möglicherweise, also dass es da möglicherweise eine Gesetzänderung geben sollte. Zur Frage der Nazi-Zeugen ist es so, dass es ja nicht darum geht, die zu Angeklagten zu machen, sondern ein Zeuge hat der gesetzlichen Konstruktion nach die Pflicht, vor dem Gericht die Wahrheit zu sagen. Und es geht erstmal sozusagen einfach nur um eine gesetzliche Erfüllung dieser Pflicht, die er wahrzunehmen hat und weswegen er nach München kommt und geladen ist. Und nicht darum, ihn sozusagen zu einem Angeklagten zu machen. Wenn es ein berechtigtes Interesse gibt, dass er gegen ihn strafrechtliche Ermittlungen laufen tatsächlich, dann ist das natürlich in gewissem Ausmaß zu berücksichtigen und zu respektieren, das ist keine Frage. Aber in den Fällen, um denen es bei uns geht, ist eben im großen Teil geht es darum, dass Zeugen lügen, offensichtlich lügen, sich an ihre besten Freunde nicht mehr erinnern, eben nicht mehr wissen, mit Nazi-Symbolen etwas anzufangen, die Ideologie nicht mehr kennen und es ist alles völlig eindeutig ist, dass sie lügen, weil man ihnen das anhand von früheren Beiträgen in Fansigns, also in Zeitschriften oder sowas, eindeutig auch nachweisen kann. Insofern, denke ich, ist der Kontext hier ein ganz anderer. Also es geht durchaus darum, erstmal, dass die ihre gesetzliche Pflicht erfüllen. Und das tun sie nicht und das wäre Aufgabe der Staatsanwaltschaft und des Gerichts, zunächst auch einfach erstmal durch eine strikte Befragung zu versuchen, dafür zu sorgen. Das, finde ich, wäre jetzt erstmal der Punkt. Bei der anderen Frage, der Rassismus im Gerichtsverfahren und welche Rolle der spielt, das ist ja oft in der Öffentlichkeit, in der Diskussion zu sagen, das hat da ja nichts zu suchen. Ich finde das Argument sehr überzeugend und das ist auch das, was wir vertreten im Gericht, was meine Kollegin Antonia von der Behrens entwickelt hat, zu sagen, man kann aus dem, was wie wir den NSU kennen und aus den Archiven, den die hatten, sehen, dass die genau verfolgt haben, dass rassistisch ermittelt wird. Ganz bewusst hat der NSU kein Bekennerschreiben abgegeben. Das heißt, er hat damit im Prinzip diese rassistischen Ermittlungen mit ausgelöst. Die liefen im NSU auch voll in den eigenen Plan rein, weil das Ziel war ja, möglichst viele Leute zu vertreiben. Und insofern haben sie quasi mit den Auslösen der rassistischen Ermittlungen neben dem Schrecken durch die Taten noch den Schrecken der Ermittlungen daneben gesetzt und damit eine doppelte Wirkung bei den Opfern gezeigt. Davon sind die Opfer in vielen Bereichen auch quasi doppelt traumatisiert worden. Einmal durch die Taten und dann durch die zweite Folge der Ermittlungen. Insofern wäre das strafprozessuale Argument hier zu sagen, das gehört sehr wohl in das Verfahren rein, weil es um Tatfolgen geht, die durch den NSU ausgelöst werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Vorsatz so ausgelöst wurden und deswegen auch im Verfahren Thema sein müssen, weil davon möglicherweise auch das Strafmaß abhängt, weil das natürlich strafverschärfend zu berücksichtigen ist, wenn solche Folgen bewusst in Kauf genommen wurden. Insofern gibt es durchaus eine klare strafprozessuale Argumentation dafür, dass das mit ins Verfahren reingenommen wird und auch dort eine Befragung stattfindet. Insofern ist, finde ich, diese Diskussion in der Öffentlichkeit, in der dann immer auf Nicht-Untersuchungsausschüsse abgestellt wird, sehr fehlleitend. Also wenn ich kurz meine Moderatorenrolle einmal verlassen darf und sozusagen in Ergänzung dazu. Wir hatten das angesprochen am Beispiel Ungarn, dass das Ziel war, einen Bürgerkrieg auszulösen. Einen rassistisch motivierten Bürgerkrieg auszulösen. Und insofern ist das Präzisionsgewehr mit Zielfernrohr und die Pumpgun mit Schrotpatronen von dem Konzept, Bürgerkrieg durch Rassismus herzustellen, nicht zu trennen. Es ist auf einer gewissen Ebene ein Tatmittel, das hiermit zu berücksichtigen ist. Und aus meiner Sicht, dann bin ich auch gleich wieder braver Moderator, ist es so, wenn wir das nicht mit berücksichtigen und das nicht mit verhandelt wird, dann können wir uns alle dazu gratulieren, wann es das nächste Mal wieder so sein wird. Wir müssen uns damit auseinandersetzen auf allen gesellschaftlichen Ebenen und das endet dann auch nicht im Gerichtssaal, sondern es muss auch da gemacht werden. Sorry. Ich habe noch eine Frage zum Umgang mit den Zeugen. Und zwar war das bei der ersten Zeugin, die wir hier gesehen haben, ja so, dass die Angeklagten raus mussten.
Und ich wollte fragen, ob das im NSU-Verfahren auch passiert ist und wenn nicht, was für eine Haltung dahinter steckt, dass das, wenn dann nicht möglich war. Also es ist in unserem Verfahren auch von keinem der Zeugen, also von keinem der betroffenen Ärzte verlangt worden, ist allerdings wohl in der ungarischen Strafprozessordnung im rechtlichen Umgang sehr viel großzügiger. Das ist bei uns im Strafprozess nur in absoluten Ausnahmesituationen möglich, in Abwesenheit der Angeklagten, die müssen grundsätzlich immer anwesend sein, in Abwesenheit der Angeklagten zu vernehmen. Und in Ungarn ist es wohl so berichteten die Anwälte und so berichtet auch Esther, dass es in solchen Konstellationen ausreicht, wenn das hinterher in dem Verfahren eingeführt worden wäre. Also es wäre wohl theoretisch möglich gewesen, was bei uns, so denke ich, rechtlich nicht denkbar wäre. Es wäre theoretisch möglich gewesen, quasi alle betroffenen Zeugen in Abwesenheit der Angeklagten zu vernehmen, was dem Richter wohl, so wie ich Esther verstanden habe, auch einfach nur zu aufwendig war und er deswegen nur im Ausnahmefall darauf zurückgegriffen hat. Das wäre bei uns rechtlich so nicht denkbar. Nee, also das wäre sozusagen, die so weit würden, denke ich, die Ausnahmekonstellation strafprozessual nicht greifen. Aber in dem ungarischen Verfahren ist es auch nur einmal passiert, das war die Ausnahme, die ihr gesehen habt. Grundsätzlich hat der Richter das nicht erlaubt, weil wenn die Beschuldigten rausgeschickt wurden und wenn sie wieder reingekommen wären, hätte er alles vorlesen müssen, die gesamte Aussage der Zeugen. Und das würde weitere 100 Tage Verfahren führen und deshalb hat er es nur in diesem einen Ausnahmefall erlaubt. Aber in Deutschland ist es nicht typisch, dass danach gefragt wird. Im Allgemeinen war es nicht so, dass sie darum gebeten haben, dass die Beschuldigten rausgeschickt wurden, sondern sie wollten, die Opfer und die Familien wollten, dass die Gesichter dabei sehen. Eine sehr starke Szene in dem Film, als ich den gestern ganz gesehen habe, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war die, als eine Zeugin, die mit den Angeklagten irgendwie befreundet, bekannt war, auf die Fragen des Richters erwidert hat. Ich weiß gar nicht, warum sie nach den Positionen, nach der Ideologie fragen. Das ist doch das, was alle denken. Das ist doch das, was normale Menschen denken über Roma und was wir alle teilen sozusagen. Deswegen frage ich gar nicht, warum sie hier diese Fragen so konkret stellen. Und da könnte man jetzt, wenn man vielleicht auf Deutschland guckt, wo es ja zum Teil in der Nazi-Szene auch dieses Verständnis gibt, Vollstrecker des Volkswillens zu sein, sich als Avantgarde zu verstehen, gerade so aus den 90er Jahren, diese Generation Rostock, die Zeit, in der die vom NSU sozusagen sozialisiert worden sind, rechts, könnte man vielleicht aus deutscher Sicht sagen, das ist ein bisschen ein Größenwahn auch. Gleichzeitig ist mir eingefallen, zu dieser Szene aus dem Film jetzt in Bezug auf Budapest, eine Szene aus dem NSU-Prozess, wo ein Zeuge aus der Nazi-Szene gesagt hat, das war gar kein Leben im Untergrund, was die geführt haben, sondern wir sind in Kneipen gegangen, wir wissen alle, die sind in Urlaub gefahren und so weiter und so fort, die haben ihre Positionen vertreten und es war nicht sozusagen ein Undercover-Leben, im Untergrund leben und abgetrennt sein vom Alltag, vom gesellschaftlichen Alltag. Und ich finde, das nochmal Fragen berührt sozusagen von Normalität solcher Positionen, sowohl in Ungarn wie in Deutschland. Vielleicht könnt ihr da noch was zu sagen in der Richtung. Also das fand ich auch nochmal eine ähnliche Ebene. So. Es gibt im NSU-Verfahren noch eine ganze andere von Gruppen von Zeugen, Zeuginnen, von denen wir das Wort Normalität extrem oft gehört haben. Und das sind Nachbarinnen oder Nachbarn von Tschäpe, Mundlos und Böhnhardt, den beiden letzten Adressen. Da taucht beispielsweise taucht da eine Szene auf, da sagt ein Nachbar aus, dass sie sich oft im Keller getroffen haben, die Nachbarn, nachher in der Frühlingsstraße und auch Tschäpe oft dazugekommen sah und auf dem Fernseher unten im Keller stand eben ein Hitlerbild. Und auch das wurde als normal bezeichnet.
Und das ist tatsächlich, finde ich, noch so eine zusätzliche Ebene im NSU-Verfahren, das immer wieder auffällt, dass die im Prinzip guerillamäßig in Anführungsstrichen perfekt untergetaucht sind, weil viele der ideologischen Ansichten in dem Umfeld, in dem sie gewohnt haben, tatsächlich auch als eben völlig normal gegolten haben und der Normalitätsbegriff damit eben eine ganz eigene Wertung bekommt sozusagen. Ja, das war eine, kurze Reaktion. Der Anwalt der Opfer, den ihr im Film gesehen habt, sagte, diese vier Angeklagten, sie waren nur die handelnden Hände, die aktiven Hände. Das größte Problem ist, dass sie die Unterstützung der Gesellschaft hinter sich gefühlt haben. Das heißt, unglücklicherweise, Rassismus ist die Normalität geworden gegen Roma in Ungarn und in der ganzen Region, auch in den benachbarten Ländern. Aber nur noch eine andere Sache. Ich glaube, das ist nicht nur ein osteuropäisches Phänomen. Vielleicht erinnert ihr euch, als es in Griechenland eine griechisch-Roma-Familie, die beklagt wurde, ein Kind gestohlen zu haben von einer anderen Familie. Und es war sogar die Überschriften, die Schlagzeilen der BBC, dass diese Roma-Familie ein Kind gestohlen hat. Und am Ende stellte sich raus, dass es nicht gestimmt hat. Aber selbst wenn es wahr gewesen wäre, es war die eindeutige Nazi-Propaganda, rassistische, gegen eine ethnische Gruppe, einfach nur, weil sie Roma waren. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Kinder jeden Tag gestohlen werden, aber weil sie eine Roma-Familie waren, haben sie Schlagzeilen im BBC gemacht. Ich wollte nur kurz fragen, wie die Nazi-Community in Ungarn so auf den Prozess reagiert hat. Soll ich nochmal fragen? Ja, nochmal. Du hast ihn nicht gehört. Hast du es verstanden? Sie haben nicht wirklich sie sind nicht wirklich zum Verfahren gekommen, nicht als Besucher. Ich denke, sie wollten nicht zu nah an die Autoritäten heran. Sie wollen nicht gerne überwacht werden. Im Allgemeinen, auf den Webseiten, im Internet, in Blogs, in Foren, gab es eine riesige Unterstützung. Und es gab einige Konzerte, wo sie Geld gesammelt haben, um die Beschuldigten zu unterstützen. Und es gab T-Shirts, wo stand Helden und die Fotos der drei Angeklagten, der vier Angeklagten. Ich muss was dazu sagen. Ich würde ganz kurz gerne ergänzen, dass das habe ich auch in meiner letzten Publikation auch beschrieben, dass selbst das Grundgesetz inzwischen in Ungarn die Nation als Volksgemeinschaft auffasst, als abstammungsmäßige kulturelle Abstammungsgemeinschaft. Und das ist auch sehr zweifelhaft. Also wenn wir von einer Neonazi-Szene sprechen in Ungarn, dann kann man überhaupt nicht mehr sagen, dass diese Szene ideologisch unterschiedliche Werte teilt wie die Regierung. Das ist leider ein sehr großes Problem und meine Analyse, ich kann das jetzt nicht ausführen, aber meine Analyse ist eben meine letzte Publikation. Und eben ein Glaube an die Nation, an die Volksgemeinschaft, an das Magyarentum. Das ist also eindeutig sehr, sehr problematisch. Und wir hören jeden Tag von der Regierung und von den staatlichen Medien, dass Ungarn frei von Ausländern sein sollte. Und es sollte nur für die Christen und für die Ungarn sein. Das heißt, eine Art von Propaganda, genau der auch der Politik, der Politiker. Ein Aspekt angesprochen, der für mich so ein bisschen sozusagen so der Stachel in der Wunde ist, nämlich die Frage, wie eigentlich die Zivilgesellschaft reagiert und was für Druck aufgebaut wird oder eben nicht aufgebaut wird, wenn es um die Frage der Aufklärung und auch der Erfassung der gesamten Dimension eigentlich geht.
Und dieser, der unerschütterliche Glaube in, an die auch staatlichen Institutionen, ich muss sagen, mir geht das auch so. Also eins der Opfer, also neben den neun aus rassistischen Motiven heraus ermordeten Opfer, gab es ja auch eine Polizistin, die ermordet wurde und aus deren Umfeld, das habe ich jetzt nur aus den Medien, aber gab es ja auch Kollegen, die, also Polizisten, die Mitglieder waren in einem deutschen Ableger des Ku Klux Klan. Das war etwas, das hätte ich nie geglaubt vorher, dass so etwas in Deutschland möglich ist, dass nicht nur Polizisten Mitglieder sind in so einer Gruppe, sondern dass das nachher rauskommt und dass diese Polizisten nicht suspendiert werden, sondern weiterhin, dass das irgendwie verjährt war oder wie auch immer. Also mich würde auch interessieren, ob du etwas dazu sagen kannst, weil wir reden ja nicht nur über V-Leute, also Leute, die eigentlich Neonazis sind und dann angeworben werden für Informationen, sondern wir reden ja jetzt auch über die Frage, inwieweit ideologische Anknüpfungspunkte doch bis hinein in Institutionen gehen, wo wir sie wirklich... wo es wirklich jetzt sehr hart wird in der Auseinandersetzung damit, sich der Frage zu stellen, oder wie weit reicht das rein in die sogenannte, eben nicht nur Mitte der Gesellschaft als Haltung, sondern eben auch in Institutionen hinein. Und genau, was ist also sozusagen mit der Polizei? Wir hören von Fällen, es ist viel leichter für, ich weiß nicht, ob ich es generalisieren kann, aber es ist leichter, das in Bezug auf USA oder so zu verhandeln, wo es eben rassistische Polizeigewalt gibt, Schwarze ermordet oder erschossen werden von weißen Polizisten. Aber wir haben auch Fälle in Deutschland, jetzt in Hannover, Bundespolizeiermittlungen gegen sozusagen Misshandlungen von Flüchtlingen und so weiter. Was für eine Rolle spielt das, also sozusagen der Polizeiapparat, die Polizei als Institution und ganz konkret dieser Fall auch dieses Ku Klux Klan, was ist da der Stand der Dinge? Also tatsächlich ist es so, es geht um zwei Polizeibeamte, die aus der Einheit von Kiesewetter zum Ku Klux Klan gehörten und eine ganze Reihe weiterer, die zu derselben Gruppe gehörten. Das ist jetzt in dem U-Ausschuss in Baden-Württemberg ein Thema gewesen. Jenseits der straflichen Verfehlung ist eben tatsächlich das eigentlich Interessante, finde ich noch, also ist die eigentlich interessante Frage, wieso die Disziplinarrechte nicht belangt wurden. Es gab disziplinarrechtliche Verfahren, die haben stattgefunden zum Teil, aber in denen sind sie mit einer Abmahnung rausgekommen, mit einem Tadel, weil sie sich damit rausgeredet hätten, sie hätten eigentlich gar nicht so genau gewusst, worum es da geht. Also sei so ein bisschen gesellschaftlich konnotierter Anlass gewesen, sich zu treffen und sich mal nett zu unterhalten, aber worum es da jetzt so einig gegangen wäre, sei ihnen jetzt gar nicht so klar gewesen. Das war offensichtlicherweise so glaubhaft, dass das gereicht hat, dass sie ihren Dienst weiter versehen können. Das ist im Übrigen, finde ich, auch eine, also wenn man das nochmal ganz kurz vertieft, auch ein großes Problem in dem ganzen Komplex für die Geschädigten auch, dass es praktisch überhaupt keine disziplinarrechtlichen Folgen gibt, überhaupt gegen niemanden. Also weder gibt es irgendwann Prüfungsverfahren gegen diejenigen, in der Art, wie die ermittelt haben, noch gibt es disziplinarrechtlich ernsthafte Verfahren, gegen die Akten geschreddert haben, mit ja auch hanebüchenen Erklärungen. Im Gegenteil ist es so, es gab neulich mal so einen Taz-Artikel von einem halben Jahr, in dem herausgestellt wurde, dass, glaube ich, 47 von den 53 Leuten, die also aus dem Verfassungsschutz in verschiedenen Behörden damit zu tun hat, inzwischen befördert worden sind. Und das ist natürlich eine Kultur, die einen extrem kritischen Umgang damit fördert, das ist vollkommen klar. In der Art wird sich halt nie was ändern. Ich glaube, das große Problem ist, da kann ich noch ganz kurz eins meiner Lieblingsthemen anfügen, ich finde, dass man in Deutschland sowas wie unabhängige Beschwerdestellen braucht, weil das Problem in all diesen Institutionen ist, dass, ob das Polizei, Ausländerbehörde oder Schulen betrifft, ist immer, dass das ziemlich geschlossene Organisationen sind, in die man mit Gerichtsverfahren kaum reinkommt. Und zwar aus der Erfahrung heraus, dass Richter und Richterinnen an deutschen Gerichten, also da gibt es dann auch so eine Art von unausgesprochener Zusammenarbeit, Beamten, und das seien es Lehrer, Schuldirektoren oder Polizisten, eigentlich immer glauben. Die können noch so großen Schwachsinn erzählen. Letztendlich bleibt es dann doch immer dabei, dass die als glaubhaft gelten, weil sie ja schließlich Staatsbeamte und Beamtinnen sind. Deswegen glaube ich auch, bin ich davon überzeugt, dass man mit diesen sozusagen traditionellen Mitteln der Gerichte da gar nicht rankommt, weil das Teil des Schließungsprozesses ist. Und das wäre ja auch jetzt rückführend auf den NSU und auf sowas,
diese rassistischen Beteiligung die Frage, wo sich die Opfer eigentlich hätten hinwenden sollen, wenn sie sich denn hätten beschweren wollen oder die Kraft dazu gehabt hätten bei all den Ermittlungen, unter denen sie leiden mussten. Dann wären sie wohl kaum zu der Polizeibehörde gegangen, die sie mit den Ermittlungen überzogen hätte. Insofern glaube ich, muss auch in Deutschland, da gibt es auch kaum eine Diskussion, sodass er erstaunlicherweise der U-Ausschuss auch nicht aufgenommen muss eine viel striktere Diskussion über diese unabhängigen Beschwerdestellen, glaube ich, geführt werden, um einfach in die Institution richtig reinzukommen und zu versuchen, die von innen mal zu knacken. Meine Frage geht auch an Esther. Sie hatten jetzt wenig zum Urteil selbst gesagt. Deswegen nochmal die Frage, wie ist der Prozess ausgegangen und wie wurde das Urteil aufgenommen? Also sowohl von den Prozessbeteiligten als auch von der Öffentlichkeit. Und die zweite Frage knüpft dann so ein bisschen auch nochmal an den Vergleich zu Deutschland an. Inwieweit gibt es nach wie vor eine Diskussion um den ganzen Komplex abseits des Gerichtsverfahrens oder ist das damit so ein bisschen jetzt geschehen? The verdict, das Urteil war gegen die ersten drei Angeklagten. Die haben lebenslänglich erhalten. Und der vierte, der Informant war und der Fahrer, ist zu 13 Jahren verurteilt worden. Die Familien der Opfer waren sehr froh, dass diese Leute im Gefängnis bleiben würden. Denn sie hatten wirklich Angst wegen der Atmosphäre in Ungarn, dass sie freigelassen werden würden am Ende des Verfahrens. Einige der Angehörigen waren sehr skeptisch und denen war das nicht so wichtig, weil sie das Gefühl hatten, ihr Leben ist sowieso ruiniert. Die andere Frage war ob es immer noch eine Diskussion gab nach dem Gerichtsverfahren, nach dem Urteil. Ein großes Problem mit der Diskussion war, dass dieses gesamte Verfahren, das Gerichtsverfahren, wurde betrachtet aus der Perspektive als ein Roma-Problem. Es wurde nicht ein Neonazi-Problem, sondern es wurde diskutiert als ein Roma-Problem. Man muss das Roma-Problem lösen. Und die Perspektive hat damit automatisch die Verantwortung auf die Opfer, auf die Roma getan. Und eines der wichtigsten Ziele, das wir haben, wenn wir unseren Film zeigen und wenn wir einen Film vorführen für unterschiedliches Publikum in Kinos in Ungarn, ist es, zu denen zu sagen, deutlich zu machen, es geht um ein Neonazi-Problem und nicht um ein Roma-Problem. Denn die Roma-Menschen haben vielleicht Probleme, aber es gibt kein Roma-Problem. Ich habe mal eine Frage. In Ungarn, die Gesellschaft und auch die Politik gibt sich ja sehr christlich. Und die Meinungen zu dem ganzen Thema solcher moralischer Großinstitutionen wie der reformierten Kirche in Ungarn oder der katholischen Kirche in Ungarn, ich habe nichts von Ihnen jetzt darüber gehört, das Wort Kirche ist noch gar nicht gefallen, aber die müssen doch irgendwie Stellungnahmen dazu abgegeben haben. War das der Fall? Wenig. Darf ich antworten? Okay. Sehr wenig. Die meisten Kirchen sind sehr national eingestellt. Ich habe gerade darüber eine Arbeit geschrieben. Und es geht, sie sagen zwar, sie seien christlich, aber sehr vieles ist dabei eben nicht christlich im universalistischen Sinne, sondern national im partikularen Sinne. Das ist eine sehr große neuheidnische, neupaganistische Bewegung. Der Okkultismus blüht. Und das, was man unter Christlichkeit versteht, ist sehr oft eben die Gottheit der Nation, diese völkische Gottheit. Und es geht auch sehr, sehr oft um die Erlösung der Nation, auch in kirchlichen Kreisen. Also die meisten Kirchen sind sehr, sehr national.
Es gibt kleinere Gemeinden, die wirklich den universalistischen Gottesglauben vertreten. Und diese Gemeinden, es gibt eine Gemeinde mit einem Pastor, Gabo Ivani, das ist eine methodistische Gemeinde, die ist die, die tatsächlich sehr, sehr viel hilft, Armen, Obdachlosen, Roma, egal, also den Ärmsten der Armen. Und diese Kirche wird aber von Staats wegen ausgegrenzt. Die Arbeit wird behindert, eben alles, was, das ist eine richtige anti-universalistische Bewegung, was es in Ungarn gibt, und alles, was mit Universalismus zu tun hat, wird ausgegrenzt. Und so eben auch diese Kirche und alle kleineren Gemeinden, die noch universalistische christliche Arbeit leisten. Das ist auch ein sehr, sehr großes Problem. Und eben mit die, und das wird nicht so richtig wahrgenommen, auch glaube ich in Deutschland nicht, wie groß diese neupaganistische Bewegung in Ungarn ist, eben mit dieser Gottheit-Nation, mit der Anbetung der Gottheit-Nation. Und das habe ich auch ein bisschen versucht in dieser Studie zu beschreiben. Die Präambel von dem neuen Grundgesetz, in der Präambel geht es darum, auch. Und der eine, ganz kurz noch, der eine Angeklagte sagt auch, als er gefragt wurde, was verbindet euch, dann sagt er Musik, aber in einem einzigen Satz sagt er der Glaube. Und das ist eben dieser Glaube an die Gottheit Nation. Das verbindet sie. Ich glaube dann, dass, wenn keine Fragen mehr sind, dass wir uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für die interessanten Fragen und die Diskussion bedanken. Ich möchte mich nochmal extra ausdrücklich bei den Technikern bedanken, denen von gestern und denen von heute, bei unseren Übersetzerinnen und natürlich bei unseren Gastgebern. Vielen Dank. Applaus